sind auf dem Weg ins armenische Hochland. Ein großer Teil Armeniens ist gebirgig. Es geht rauf in über 2000 Meter Höhe, auf einem kleinen Bergweg. Auf dem Bergrücken haben sich Paraglider versammelt. Sie wollen den Tag der Unabhängigkeit Armeniens mit einem kleinen Ausflug feiern. Sie starten von 2465 Metern Höhe. Von hier oben kann man stundenlang fliegen. Selbst wenn das Wetter mal nicht so gut ist, hilft einem die Thermodynamik, lange in der Luft zu bleiben. An diesem Feiertag ist auch Dina mit dabei. Sie prüft vor dem Start nochmal ihr Funkgerät, denn sie hat ihre Familie mitgebracht auf den Berg. Ihre kleine Tochter darf heute zuschauen, wie ihre Mutter abhebt. Meine Tochter hilft immer mit, den Schirm einzupacken oder den Helm mitzunehmen. Sie hat schon gesagt, Mama, wenn ich ein bisschen größer bin, werde ich auch mal so fliegen wie du. Es ist einfach ein unbeschreiblich schönes Gefühl, wenn du eins wirst mit der Landschaft und ganz allein oben durch die frische Luft fliegst. Es geht los. Zur Feier der Unabhängigkeit hat Karen eine armenische Flagge mitgebracht. Flatterndes Symbol für Nationalstolz. Das Paragliden an den Berghängen Armeniens macht besonders viel Spaß, weil es zwischendurch immer wieder Aufwind gibt. Paraglider halten Funkkontakt zu den am Boden zurückgebliebenen. Das Erlebnis von Armeniens Schönheit von hoch oben aus der Luft. Bei diesem Flug habe ich die Flagge zum ersten Mal dabei gehabt. Da habe ich mich als richtiger Armenier gefühlt. Die Unabhängigkeit Armeniens bedeutet für mich persönlich, das ist wie bei meinen Flügen. Man wird sich bewusst, dass man frei ist. Das ist der besondere Moment. Die Freiheit, das ist das Wichtigste.